Lehre statt Lehre ist ein Berufswahl-Event, organisiert vom Arbeitgeberverband des ganzen Land Werdenberg. Ein Berufswahl-Event, das sich schon eingebürgert hat. Zum siebten Mal hat er hier zu Buchs im OZ Flöss in der Turnhalle stattgefunden. Einen Tag darüber haben übrigens im ganzen Land, auch hier darüber berichten wir. Und ein Haufen Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen. Etwa 400 von der zweiten Oberstufe, also von der Sekundar- und von der Realschule aus dem ganzen Bezirk Werdenberg. Und Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, es sei ein wertvoller Event. Da kann man eben einen Haufen kennenlernen. Unendurch haben die 36 regionalen Aussteller gesehen aus Industrie, Gewerbe, Handwerk und eben auch aus dem sozialen Bereich. Wir lassen es gerade noch mal durchlaufen, damit ihr euch einprägen könnt, wer hier vertreten war. Natürlich gibt es einen Haufen andere auch, die sich hier jetzt nicht präsentiert haben. Wir sind durchgelaufen, um euch zu zeigen, wie sich das abspielt. Also einen Haufen kann man hier anschauen, man kann ins Gespräch kommen, auch mit Lehrlingen, aber natürlich auch mit Arbeitgebern. Manchmal können Jugendliche daher mit den Lehrern, manchmal auch mit den Eltern. Es ist wirklich etwas, wo man sich auf breiter Ebene informieren kann. Aber natürlich, wenn man das verpasst, gibt es auch andere Möglichkeiten. Das vielfältige und interessante Spektrum von rund 50 verschiedenen Lehrberufen eben kennenzulernen. Was die Ausstellung betrifft, ist sicher eine Win-Win-Situation. Und um es eben kennenlernen, wenn man es verpasst hat, gibt es auch die Möglichkeit über die Berufsberatung. Der Chef der Berufsberatung Buchs, der Peter Jeli Kamm, hat mir gesagt, was so eine Ausstellung für die Berufsberatung bedeutet. Also für uns, für die Region Werdenberg, ist das Zusammenkommen von den Firmen, alle am gleichen Ort und alle Schulen, die sich bereit erklärt haben, zum Dahinkommen. Das ist ganz lässig. Wirklich alles an einem Ort. Sie kennen zum Teil natürlich auch die Lernenden, die Schüler, die vorne bei der Schule sind. Das ist für uns ganz etwas Lässiges, finde ich. In deiner Erfahrung und im Verlauf von dem, dass du jetzt da der Chef bist, von der Berufsberatung Buchsen, hast du festgestellt, dass es schwieriger ist, einen Job zu finden heute, oder ist das etwa gleich geblieben? Es kommt sicher auf die Branche drauf an. Es gibt halt sicher Lehrstellen, die gesucht sind, von den Jugendlichen. Vielleicht auch, weil sie nicht alles kennen. Für das ist eben so ein Anlass lässig. Und sonst gibt es natürlich schon auch Lehrstellen, die offen bleiben, da immer, jedes Jahr. Und wer etwas sucht, sich dafür einsetzt, der wird sicher etwas finden. Ich glaube nicht, dass es schwieriger geworden ist, sondern sich verschoben hat auch. Ja. Das heisst ja, Lehre statt Lehre, gell? Aber eine Arbeit finden ist eben schon wichtig, oder? Ja, und, aber nicht nur Arbeit, sondern eben eine Ausbildung. Weil später, wenn man ohne Ausbildung irgendwann rausgeht aus einer Arbeitsstelle, ist es sicher schwieriger, um irgendwann wieder reinzukommen. Darum ganz wichtig, dass man eine Lehre macht oder eine Ausbildung macht, eine Schule besucht, ganz wichtig. Wir nennen so Flüchtlinge, die daher kommen, ist für die zum Teil etwas schwieriger. Und zum Teil habe ich festgestellt, es ist schwierig, um die zu motivieren, dass sie auch noch eine Schule besuchen müssen. Die haben zum Teil schon eine Ausbildung gemacht in ihrem Heimatland und können fast nicht begreifen, dass sie auch keinen Job bekommen. Aber die 40-Jährigen haben etwas gefunden. Also da hat sich schon geändert. Ein Diplom, eine Ausbildung, das ist wichtig. Ne? Ja, und gerade wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt, ist auch die Ausbildungsstruktur ist ganz anders. So ein System, wie wir haben mit den Lehren, die Berufsbildung, das ist etwas, das andere Kulturen gar nicht kennen. Und die müssen das auch zuerst lernen. Sie müssen zuerst lernen, dass man in den Betrieb rausgeht und nicht alles in einer Schule lernt, sondern das Arbeiten bei uns anders gelernt wird. Und da muss man sie anführen. Jetzt können die Leute zu euch, da muss man sich anmelden, berufsberatung.sg.ch, da meldet man sich an und könnt ihr dann in jedem Fall Hilfe bieten? Oder muss man noch weitergehen? Ich kenne solche, die dann noch etwas professioneller suchen, auf Zürich gehen, dies, jenes. Oder wie weit könnt ihr Hilfe anbieten? Ja, also man kann bei uns auch vorbeikommen, man muss auch keinen Termin haben. Termin gibt es für ein Beratungsgespräch, sei es in der Lehrstellensuche oder also in dem Vorfeld oder auch in der Laufbahnberatung natürlich. Kann man helfen. Es ist immer eine individuelle Frage, wer was braucht. Und wir können relativ weit sicher zu dienen, aber es gibt natürlich auch andere Anbieter und jedem das seine, der etwas besser passt. Ja. Und am Schluss kommt es darauf an, wie natürlich die ihr beraten habt, auch Fleiss zeigen, wie sie auch eben dabei sind, wie sie sich bewerben, wie sie dann eben auch dranbleiben im Jahr, oder? Ja, also die Umsetzung ist immer bei der Person selber. Wir können durchaus auch helfen, also die Schwierigkeiten haben, da haben wir auch unterstützende Massnahmen, die wir ergreifen können. Aber machen muss jeder selber. Auch die Eltern können es nicht lösen, es müssen die Jungen das lösen.
Genau so ist es. Aber eben bei dem Berufswahl-Event kommt man in Kontakt auch mit Jugendlichen, da Bürofachfrauen oder eben auch mit Lehrlingsausbildern oder eben auch mit Mädchen oder Buben, die ganz spezielle Berufe haben, spezielle Befähigungen. Und das macht ein kleines bisschen Mut, wenn man dann hier ins Gespräch kommt mit den Leuten vor Ort, die eben hier schon drin und dran sind. Da hat man festgestellt, dass die Jugendlichen dann ganz ein anderes Gefühl bekommen, als wenn nur ein Prospekt vor ihnen liegt oder wenn sie sich mit viel Nervosität irgendjemand bewerben für eine Schnupperlehre und so weiter. Also eine eigentliche Win-Win-Situation. Übrigens auch Flüchtlinge mit Ausweis F sind dort gewesen. Natürlich auch die suchen etwas. Dann eben Schulleiterinnen, Schulleiter, alles, was eben Interesse hat, dass eben unsere Jugend eben auch wirklich die Zukunft für uns bedeuten kann. Und die Zukunft von uns kann nur dann eben auch greifen, wenn eben die auch eine Ausbildung haben, ein Diplom haben, weil das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, ich habe mich gefragt, warum können denn die Jugendlichen daher und zwei Mädchen von der Grabsrober Stufe haben wir Auskunft gegeben. Ja, um einen Beruf, halt um eine Berufserfahrung und so. Was willst du lernen? Also halt etwas mit Kindern und nachher Polizisten rauf. Passt ja voll zusammen, gell? Nein, also, ja, geht so. Also zuerst in der Kita, ja. Dann ein Diplom machen, ja. Und dann Polizistin. Ja, genau. Warum ist gerade Polizistin? Ja, halt Menschen helfen. Aufhören. Menschen helfen, Gerechtigkeit. Ja. Was willst du lernen? Auch Polizistin. Ho, 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 ho. Wir sind also so ein richtiges Team, Polizistin. Und was willst du zuerst lernen? Also, also entweder Coiffeur oder etwas mit dir. Ja. Das heisst mit anderen Worten, man kann heute mal Diplom machen und dann kann man irgendetwas anderes noch machen, gell? Ja. Habt ihr euch schon fleissig beworben? Nein, noch nicht. Mädchen kriegen heute mal einen Haufen Absagen über. Also, ja, das stimmt. Gell? Ist wahrscheinlich noch schwierig, gell? Habt ihr ein bisschen Angst vor dem auch? Also eigentlich nicht. Es geht so. Ihr findet einen Job, hä? Ja. Coiffeuse, Kita, also ja, zwei Mädchen, gell, die sich da für zur Verfügung stellen. Und Polizei Bux, könnt ihr euch darauf freuen. Oder Polizistinnen. Ist gut, danke vielmals. Super, mit so viel Mut kann es eigentlich noch gut gehen. Aber der Mut, der muss zuerst mal auch wachsen. Der muss zuerst überhaupt mal entstehen. Und wenn man durch einen Haufen Absagen überkommt und manchmal nicht genau weiss, warum hat man die Absage bekommen, dann ist es manchmal schwierig. Gerade für Mädchen ist es darum schwierig, weil sich Mädchen eben auf ähnliche Berufe bewerben und ein Haufen Mädchen eben auf den gleichen Beruf sich bewerben. Wenn dann Mädchen eben auch einen sogenannten Mannenberuf nennt, dann steigen die Chancen natürlich auch. Aber eben aussteigen, das ist eine Gewohnheit, das ist ein Mädchenberuf, ja. Und der Beruf eignet sich eher für Buben und der gar nicht für Mädchen. Ausstieg aus diesen Gewohnheiten ist manchmal gar nicht so einfach. Bei so einem Event aber ist es eben möglich, so einen Beruf kennenzulernen, ohne dass man bedrängt wird. Und dann kommt man vielleicht auch ins Gespräch mit Mädchen, die eben einen Beruf lernen, der vielleicht unter Umständen sich ein Mädchen gar nicht zutraut hätte. Und das macht dann vielleicht eben Mut. Und wenn Mädchen eben zum Beispiel auch Berufe lernen, die eigentlich früher nur Buben gelernt haben, dann haben sie auch größere Chancen. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für Burschen, die zum Beispiel im Bereich Kindbetreuung im Gesundheitswesen oder als Florist oder Kindergärtner möchten Fuß fassen. Ich habe mit zwei Mädchen mit speziellen Berufen geredet. Zwei Mädchen, gell, mit einem relativ atypischen Beruf. Du links machst Kunststofftechnologin, du rechts machst Chemielaborantin. Wie geht das bei dir als Kunststofftechnologin? Ich arbeite recht viel mit Maschinen und Werkzeugen, recht viel handwerklich. Öl, Fett, ist alles dabei. Null Problem für eine Mädchen, oder? Null Problem, nein. Und gleich tun sich Mädchen so schwer, so ein bisschen solche Berufe zu machen, ein bisschen atypische. Ja, ziemlich, ja. Warum denn das? Ja, ich glaube wegen dem dreckig werden und es sind hauptsächlich Männer im Beruf und ja, vielleicht auch, weil sie denken, sie sind nicht stark genug, ich weiss ja nicht. In der Berufsschule mit einem Haufen Männern zusammen, ist das schwierig oder ist das einfach? Es ist einfacher als mit zwei Frauen. Also wir sind zwei Frauen und 20 Männer und es ist viel einfacher. Es gibt keinen Stress, nichts. Gell, habe ich auch schon gedacht. Ja. Du machst Chemielaborantin wo? Ja, genau. Ich mache Chemielaborantin bei Merck. Und es gefällt mir. Gefährlich noch? Weißt du, wenn es so. Aha, ja, alle überschätzen die Gefahr. Also, so gefährlich ist es gar nicht. Also, wir haben mega viele Sicherheitsvorschriften, die wir einhalten müssen. Und dann sollte es schon gehen. Ein Haufen Chemielaboranten machen noch etwas weiter. BMS, ein Studium, so irgendetwas. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde eigentlich die Richtung wechseln. Also es ist jetzt nicht, weil der Job nicht gut ist, sondern einfach, mein Interesse sich gewechselt hat. Woher willst du wechseln? Ins Gesundheitliche. Das heisst, du machst BMS? Ja. Und nachher machst du die gesundheitliche BMS? Nein, ich mache die gesundheitliche BMS direkt, also gerade nach der Lehre. Ah, gerade nach der Lehre, also ja, BMS genau. 2. Und nachher, was möchtest du studieren? Hebamme?
Ja, ich weiss es noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du noch etwas weitermachen? Ja, ich würde auch gerne eine Fachschule höhere machen und dann mit Robotern zu tun haben, also in die Robotentechnik hineingehen. Mädchen tun sich heute mal schwer, um eine Lehrstelle zu finden. Das hast du oft festgestellt. Also, wenn du nicht eine ganz gute Schülerin bist, hat es viele Mädchen immer wieder Absagen bekommen. Also, was könnte Mädchen tun, damit das etwas besser wird? Beim Schnuppern viele Fragen stellen, interessiert werden. Also, ich bin auch beim Arbeiten ungeschminkt zum Beispiel. Also, man muss nicht mit einer Schminkfresse kommen in männlichen Berufen, jetzt mal sagen. Und Interesse muss da sein. Ja. Und gell, bei dir zeigt sich natürlich, also, du machst jetzt Chemielaborant und machst nachher völlig etwas anderes. Also, wichtig ist mal ein Erstdiplom und dann hat man ja auch noch andere Möglichkeiten. Ja, also nach der Lehre kann man ja immer noch was anderes machen. Es gibt mega viele Möglichkeiten, halt auch zum Richtungswechsel oder halt auch in meinem Beruf, um sich weiterzubilden. Zum Chemiker bis zum Wissenschaftler auf höchster Stufe oder sowas. Also ja, es gibt genug Möglichkeiten.